Gleich will Günther Eisenrieder losfahren. Er hat einen Termin beim Bürgermeister von Holzkirchen. Es geht um den Verkehr vor seiner Haustür. Ja, das ist sehr nervig. Wenn wir am Samstag, Sonntag auf der Terrasse sitzen, wenn schön Wetter ist, dann das ist nur ein Gebrumme. Am Tag werden ungefähr 20.000 Autos durchfahren. Denn die Straße vor Günther Eisenrieders Haus ist die Hauptader zwischen München und Bad Tölz. Heißt Werktagsberufsverkehr, am Wochenende Ausflugsverkehr. Da kommen noch die Bauern mit den großen Traktoren. Ja, das müssen sie einmal merken. 50, 60 die, wo, mit den großen Rädern und die, wenn die da durchsausen. Die fahren mindestens mit 50, 60, 70 da durch. Dabei gilt hier maximal Tempo 50. Und schon das ist zu viel bei dem vielen Verkehr, meinen die Eisenrieders. Tempo 30 wäre besser. Das wäre ein Schritt, weil dann würden viele wahrscheinlich die Durchfahrt hier meiden. In Sachen Tempo 30 will Eisenrieder heute auch zum Bürgermeister. Aber dafür muss er erst einmal aus der Hofeinfahrt rauskommen. Keineswegs selbstverständlich. Wir haben sogar privat einen Spiegel gekauft, dass wir sehen, kommen wir jetzt raus. Erstmal muss er warten. An diesem Vormittag zum Glück nicht zu lange. Der Bürgermeister erwartet den verkehrsgeplagten Anwohner schon. Auch Christoph Schmid hat das Verkehrsproblem der rund 17.000 Holzkirchner jeden Arbeitstag vor der Nase. Allerdings ist der Bürgermeister bei Tempo 30 machtlos. Die Straße gehört der Bundesrepublik Deutschland. Und hier kann ich als Bürgermeister nicht über die Höhe der Geschwindigkeit mitsprechen. Jetzt aber Hoffnung aus Berlin. Eine Änderung in der Straßenverkehrsordnung soll Kommunen mehr Freiheit bei Tempo 30 geben. Der Bundestag hat dem schon zugestimmt. Das letzte Wort hatte der Bundesrat. In der Nähe von Kitas, Schulen und Fußgängerüberwegen sollen Kommunen künftig auch auf bundeseigenen Ortsdurchfahrten wie in Holzkirchen Tempo 30 beschließen dürfen. Der Befreiungsschlag also für Holzkirchen? Im Moment ist es so, dass ich die Durchführungsbestimmungen gerne genau sehen möchte. Da ist mir noch einiges nicht klar. Die Formulierung ist im Moment so, immer mit der Einschränkung, die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht zu gefährden. Ob das nicht ein Argument ist, bei Tempo 50 zu bleiben, wird sich in Holzkirchen zeigen. Ernst Eisenrieder träumt jedenfalls heute schon von Tempo 30. Aber man kann nur hoffen, dass sie sich auch daran halten, dass es mehr kontrolliert wird. Ja, und das ist wahrscheinlich die Problematik. Mit mehr Blitzern im Ort gäbe es bei Temposündern jedoch auch mehr Geld in den kommunalen Kassen. Gut möglich also, dass Kommunen auch deshalb bald mehr Tempo-30-Zonen ausweisen. Musik